Die Gleise der Bahn liegen auf einem Schotterbett, das die Vibrationen dämpft. Mit der Zeit werden die Hohlräume im Schotter kleiner und die Wirkung geht verloren. Deshalb muss dieser in regelmäßigen Abständen aufgefüllt werden. Das Kieswerk Unterfahrts in Graubünden ist das einzige in der ganzen Schweiz, das den Schotter direkt vor dem Gebrauch reinigt. Eine erneute Verschmutzung durch Lagerung wird somit verhindert. Für die Steuerung der neuen Anlage beauftragte Daniel Bürkli, technischer Leiter des Kieswerks, die Firma Sissag in Altdorf. Andreas Rentsch übernahm die Projektleitung. Er entschied sich, das Projekt mit dem TIA-Portal zu realisieren, der neuen Softwareplattform von Siemens. Als Basis diente die Simatic S7300-Steuerung. Mit dem TIA-Portal ist die Struktur wesentlich effizienter geworden. Die globale Datenbank erlaubt es, die gleichen Variablen im Step 7 wie auch im Winsensite zu verwenden. Das ganze Engineering läuft auf einer einzigen Plattform. Somit brauche ich für die Projektierung nicht mehr verschiedene Werkzeuge. Die verschiedenen Komponenten können im neuen Portal einfacher und schneller grafisch vernetzt werden. Dies spart im Engineering Zeit, Kosten und Aufwand und erhöht somit auch die Produktivität. Zur Bedienung und zur Visualisierung der Anlage wurde ein Simatic Comfort Panel eingesetzt. Wer auf eine Software-Umgebung umsteigt, muss sich immer zuerst der veränderten Oberfläche gewöhnen. Dass bestehende Projekte einfach ins TIA-Portal migriert werden können, hat mir den Wechsel sehr erleichtert und ist ein grosser Vorteil. Zufrieden mit dem Resultat ist man auch im Kieswerk Unterfahrts. In nur 250 Sekunden kann ein Zugwaggon nun vollautomatisch mit frisch gewaschenem Schotter befüllt werden. Seit der Inbetriebssetzung läuft die Anlage zuverlässig, auch in dieser rauen Umgebung. Mit wenigen Druckknöpfen hat man alles im Griff und geschultes Personal ist nicht nötig. Auch die Zugführer begrüßen die schnell und einfache Lösung. Sie müssen im Winter nicht mehr so lange warten, bis die Waggons verladen sind. Der gewaschene Bahnschotter landet am Schluss auf dem Bündner Schienennetz und sorgt für vibrationsfreie Zugfahrten.